Привет, как у тебя дела? Нормально, ничего тогда. Хорошо, das war auch alles, was heute auf Russisch aus mir rauskommt. Ich wollte Sie nur auf Russisch begrüßen und dann kommt auch die erste Frage. Dürfen wir uns in diesem Interview duzen, Wladimir? Klar, natürlich duzen wir. Ich finde duzen besser. Warum? Naja, das verkürzt die Distanz zwischen den Menschen. Also sitzen würde ich mit sehr alten Menschen aus Respekt vor ihrem Alter, aber das ist ja nicht der Fall. Und Wladimir, du kommst jetzt aus Berlin. Ist Berlin deine Heimatstadt? Warum ja? Warum vielleicht nicht? Berlin ist zu einer neuen Heimat geworden für mich. Ich bin schon so lange in dieser Stadt, wie in keiner anderen. Seit 27 Jahren wohne ich in Berlin. Aber eigentlich hat jeder Mensch nur eine Heimat. Und das ist die Stadt, wo dieser Mensch auf die Welt gekommen ist. Wo er sozialisiert wurde, zum Kindergarten gegangen ist. Das ist so die richtige Heimat. Allerdings dort ein Leben lang zu bleiben, ist auch Quatsch. Warum? Na, man muss ja die große, weite Welt kennenlernen. Das ist so, das ist wie Mama, ja, die Heimat. Man hat sie zu lieben und zu ehren, aber man bleibt ja nicht bei Mama irgendwie ein Leben lang. Wenn 40-jährige Männer, ich weiß nicht, wie das hier in Transsilvanien ist, also eigentlich bei uns ist das so, dass ab einem bestimmten Alter, wenn das Kind noch immer bei den Eltern ist, dann denken die Nachbarn schlecht über ihn, dass ihm was irgendwie nicht in Ordnung ist. Genauso ist es bei uns, glaube ich. Und weil wir schon über Heimat gesprochen haben, welche ist die älteste und vielleicht die schönste Erinnerung, die du mit deiner Heimatstadt, mit deinem Heimatland verbindest? Mit Moskau meinst du? Solange ich zurückblicken kann, wollte ich schon immer da weg. Ich habe bereits im Kindergarten habe ich versucht, irgendwelche unter dem Zaun, irgendwelche Trancheen zu graben, damit wir da rauskommen aus diesem Kindergarten. Oder über den Zaun zu klettern. Das waren ständig, diese ganze Sowjetunion eigentlich, also meine Heimatstadt Moskau, das war eine Ansammlung von Zäunen, Mauern, irgendwelchen Sperranlagen. Alles wurde gemacht, damit du nicht so um die Ecke biegen kannst. Und so ist auch meine älteste Erinnerung an meine Kindheit, dass wir durch irgendwelche Löcher in Zäunen suchen. Löcher in Zäunen. Gab es in jedem Zaun ein Loch, natürlich, klar. Oder zwei. Und in Berlin dann angekommen, wie hat damals Berlin... Da war die Mauer schon weg, genau. Das war eine sehr lustige Zeit. Diese DDR, die existierte noch juristisch. Aber faktisch war sie schon nicht mehr vorhanden, weil die Grenze fehlte. Die Mauer war ja schon weg. Deswegen war unser Plan eigentlich, wir wollten ja gar nicht bleiben in Berlin. Mein Freund und ich, wir wollten in die DDR kommen als sowjetische Bürger. Dafür brauchten wir damals noch keinen Reisepass. Und dann weiterfahren nach Dänemark durch diese nicht mehr existierende Grenze. Das war unser Plan. Und du schreibst auch im Buch Tragödie, das Leben ist eine Tragödie. Darf ich fragen, warum? Nein, in Russlandisco. Warum ist das? Und in vielen Interviews habe ich gehört, das Leben ist eine Tragödie. Darf ich fragen, warum das Leben eine Tragödie ist? Na, wundert mich, dass du das fragst. Ich dachte, das weiß eigentlich jeder. Na, du kommst auf die Welt, also du wirst quasi in eine fertige Welt hineingeboren, ohne zu wissen, wozu eigentlich, ja, was deine Aufgabe ist. Und je eher du verstehst, du fängst an zu begreifen, wie diese schon fertige Welt, ja, eigentlich funktioniert und was diese ganzen Menschen eigentlich von dir wollen, ist es schon vorbei. Das ist eine sehr, naja, eine sehr grausame Situation, finde ich. Nur Menschen blenden das aus natürlich, weil, so wie du jetzt. Weil, also wenn man diese Grausamkeit sich wirklich aussetzt, das macht das Leben unerträglich. Ich versuche auch, über diese Tragödie zu lachen eben. Weil wenn man nur weint, ist es eine Sackgasse. So kommen wir nicht weiter.
Und darf ich fragen, was Wladimir Kaminer inspiriert? Jeder Tag ist eine neue Chance. Das fasziniert mich und das inspiriert mich zugleich. Das ist eine ganz tolle Erfindung des Schöpfers, glaube ich. Das ist quasi die Würze der Welt, dass jeder Mensch jederzeit die Wahl hat. In jeder Kleinigkeit. Du kannst nach links oder nach rechts gehen, du kannst das eine oder das andere sagen, du kannst etwas tun oder nicht tun. Das ist grandios. Das ist eine beständige Inspirationsquelle. Und wir sind jetzt heute in Klausenburg, in Siebenbürgen, in Transsilvanien, in Rumänien. Siebenbürgen ist auch bekannt für die Vielfalt, für die Vielsprachigkeit. Es gibt viele Minderheiten in Siebenbürgen, die werden oft gefragt, in welcher Sprache sie denken. Darf ich dann auch jetzt die Frage stellen, in welcher Sprache denkst du, Wladimir? Und ob es Unterschiede gibt, ob es unterschiedliche Situationen gibt, in denen man die Sprache, die Muttersprache wechselt? Na, es kommt auf das Thema an. Also ich kann zwei Sprachen gut, Russisch und Deutsch. Wenn ich über meine Steuererklärung zum Beispiel denke, dann auf Deutsch. Wenn ich über die russische Politik denke, die aktuelle zum Beispiel, dann denke ich auf Russisch über sie, weil sie eigentlich nicht übersetzbar ist. Kein Mensch versteht, was da los ist. Könnte man sich vorstellen, irgendwann zurück nach Russland zu ziehen? Nee, warum? Es gibt kein Zurück. Ich finde, dass das Leben diesen Rückwärtsgang gar nicht hat. Es geht immer weiter. Und wir haben auch im vorherigen Interview gehört, du wirst auch an der Universität hier in Klausenburg unterrichtet, an der Germanistik, in Literatur. In Rumänien unterrichtet man jetzt nicht an der Universität, aber in den Schulen ziemlich kommunistisch noch. Das bedeutet, wir müssen die Bücher lesen in Literatur, wir müssen die Inhaltsangabe schreiben und für das Abitur müssen wir Charakterisierungen schreiben. Wie charakterisieren die Schüler Wladimir Kaminer in 10 Jahren, 20 Jahren, 30 Jahren zum Beispiel? Das weiß ich nicht, aber meine Kinder mussten mich ja auch im Gymnasium lernen, in der 8. Klasse, glaube ich. Hatten sie, und zwar in der Kurzgeschichteninterpretation, große Probleme. Genau damit, wie du das jetzt beschrieben hast, das muss man irgendwie, was hat der Autor gemeint, was ist seine Botschaft? Die waren fix und fertig. Mein Sohn kam zu mir und sagte, Papa, was war deine Botschaft, verdammt? Die Jungs fragen mich, hast du überhaupt eine Botschaft? Ich habe gleich eine neue Geschichte darüber geschrieben. Und darf ich als letztes fragen, ob du vielleicht, rumänische Wörter kennst? Welche sind diese? Ich habe versucht, mir welche zu merken, aber jetzt außer Merci ist mir nichts gelungen. Und darf ich dann auch bitten, ich habe ein Buch bestellt, das einzige Buch, was jetzt in so kurzer Zeit nach Klausenburg gekommen ist. Und zwar ist es gut bei Moskau. Darf ich um ein Autogramm bitten, hier im Rahmen des Interviews? Ja, denn... Denn, es kommt jetzt als Punkt 2, ich würde auch gerne als Geschenk einen Stift überreichen, als Andenken an Klausenburg, damit man vielleicht nicht nur die Stereotypen weiterbringt, dass hier alle Menschen rothaarig sind, weil Dracula existiert und so weiter und dass die Menschen Schnaps trinken, sondern dass die Stadt auch sehr schöne Sachen und Seiten hat. Du meinst, wir trinken keinen Schnaps? Natürlich trinken wir Schnaps. Aber was erzählt das für über die Menschen? Genau, ja. Das habe ich schon immer gesagt, dass diese Klischees stimmen mögen, aber nichts wirklich Neues uns zu sagen haben. Die Deutschen trinken Bier und die Russen Wodka. Und? Die sind doch in Wahrheit als Menschen viel interessanter und sind nicht auf diese Getränke zu reduzieren. Nach dem Interview fand die öffentliche Lesung in Klausenburg statt. Aus seinem Buch Russandisco las Wladimir Kaminer dem Klausenburger Publikum. Es folgen nun Auszüge aus der Lesung zum Thema des Erlernens der deutschen Sprache.
Ich habe ja Deutsch gelernt an der Humboldt-Universität in einem Fremdsprachauditorium. In der DDR gab es viele ausländische Studenten aus Vietnam, Angola und anderen sozialistischen Ländern. Damals war ja die halbe Welt sozialistisch. Das war ein Sprachunterricht von sehr guter Qualität. Und dann gab es aber die DDR nicht mehr. Und dieses ganze Auditorium stand kurz vor Schließung. Was hat uns die moderne Naturwissenschaft anzubieten? Finden Sie die Kapazität des Schwingungskreisels? Da kann ich nur sagen, such sie doch selber und mach damit, was ihr wollt. Neulich fand ich im Wartesaal eines Arztes in der Brigitte einen dreiseitigen Beitrag über die Quantenmechanik. Die Autorin behauptete darin, dass es laut der Quantenmechanik keine Zeit gibt. Das Vorwort könnte allerdings manch einem Angst einjagen, denn dort wird beschrieben, wie schrecklich kompliziert diese Sprache ist. Im Deutschen ist das junge Mädchen geschlechtslos, die Kartoffel dagegen nicht. Der Busen ist männlich und alle Substantive fangen mit einem großen Buchstaben an, klagen die Russen. Na und? Mir macht das nichts aus. Ich lese deutsches Deutsch zum Selberlernen seit etwa 8 Jahren und werde wohl noch weitere 30 Jahre damit verbringen. Im deutschen Deutsch tut sich eine andere, eine beruhigend heile Welt auf. Denn im Lehrbuch vorkommenden Leuten geht es saugut. Sie führen ein harmonisches, glückliches Leben, das in keinem anderen Lehrbuch möglich wäre. Nach der Lesung wurde der Film Russandisco gezeigt. Anschließend zeigte Wladimir Kaminer sein Können auch als DJ. Dazu folgen jetzt einige Eindrücke. Das ist ihr als Mitglied einer aus der Sowjetunion geflüchteten Volksminderheit bei uns in der DDR willkommen. Ich wünsche auch Ihnen herzlich willkommen. Thank you.
Das vielseitige Programm zum Russlanddisco samt Lesung, Film und Party wurde von dem Goethe-Zentrum Klausenburg organisiert.